Hallo an meinem Basteltisch. Ja, ich habe ja gesagt, Sonntagnachmittag, vielleicht malen wir heute noch ein bisschen. Hier seht ihr schon was. Und zwar hatte ich ja mal so erzählt, man könnte mal gucken, wie das so mit den Farben ist hier, ob man da auf Schwarz eine Chance hat. Ja, mit dem Blau ja. Die anderen Töne hier, die sehen einfach nur so ein bisschen silbrig aus. Ja, ich habe den, den und ich glaube den genommen. Nur die Dreie. Einfach mal zum Probieren und ihr seht, das Blau ist aber schon schön und es ist auch wesentlich schöner als diese Perlfarbe. Ja, da machen wir jetzt aber nicht weiter, das lasse ich jetzt einfach erstmal so. Ja, ich habe hier schon Farben hier neben mir so rufgeträufelt auf dieses. Ich habe mir so eine Palette, ne? So Blätter sind das, ne? Kennt ihr vielleicht auch vom Action? Ihr habt jetzt so ein Ding. Das ist so groß hier, die hier ist mal eben so ein ganzes Blatt, das sieht auch wirklich so ein bisschen aus. Und das ist beschichtet und da kann man Farben rufen und das schmeißt man weg, gut ist. So, hatte ich mir so ein ganzes Ding gekauft, fand ich schön. Hier habe ich jetzt schon wieder so eine Farbe und da seht ihr schon, ich glaube, seht ihr die überhaupt jetzt alle? Ja, doch. Das sind wieder diese Animals hier in warm weiß und das Sunflower. Und die anderen Farben, das sind alle diese von Plate, weil ich ja festgestellt habe, dass diese Deco-Paint-Farben eigentlich nur. Wie heißt es? Transluzent, wa? Heißt es. Die Opak ist, glaube ich, verdeckt und Transluzent sind die, die eigentlich mehr durchsichtig sind. Das hatte ich ja letztens festgestellt, dass es nicht funktioniert mit den Dingern auf Schwarz. Ja, ich hatte mir heute überlegt, wir könnten das machen, was Petra schon mal gemacht hat in ihrer Videos. Das verlinke ich euch auch. Und in dem letzten, ja, letzte Woche war das, glaube ich, hat das Inga von Ingas Color Art auch so gemacht. Allerdings natürlich auf einer riesig großen Leinwand und Petra hat das auf einem großen Blatt. So eine kleine Washi hier benutzen und Sachen abkleben. So, irgendwie und dann mit der Farbe drüber. So, und ja, ich habe diese kleinen Washis hier, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Ist einfach so. Und für so ein kleines Bild wollte ich jetzt auch kein großes nehmen, weil wäre ziemlich doof. Da sind die kleinen wahrscheinlich genau die richtigen. Und so was hier, ich glaube, das war von Gudrun, auch wenn es mir, tut mir jetzt zwar leid, aber ich mag halt kein Rosa. und ich möchte auch eigentlich Flächen nur so, ne, gerade abkleben. So, das heißt also, irgendwas kleben wir jetzt mal ab. Also nicht nur hoch, waagerecht, senkrecht, sondern auch mal schräg. Spannend, wie das so funktioniert. Wahrscheinlich werde ich viel zu viel Farbe haben. Da werde ich wahrscheinlich ganz viele von machen können. Wir werden sehen. Okay. Ich fand das bei Inga auch toll. Diese riesig große Leinwand, die hat das ja spachtelt, dass diese Farbe überhaupt so lange so feucht geblieben ist, dass ich, wenn ich es abziehe, muss die ja noch feucht sein. Ich mache jetzt hier einfach irgendwas, wisst ihr? Und das ist ja mit diesen Animal-Farbe da, mit dieser Animal-Farbe, kriegt das Ganze eigentlich auch eine Struktur. Ich habe jetzt überall Farbe drauf.
Und ich mache das jetzt wirklich, ich ziehe jetzt diese Tape da ab. Muss ich mir erstmal irgendwas hinlegen, wo ich das drauf lege. Wartet mal. Hier so ein olles Tuch. So, welches hatten wir als letztes? Wisst ihr, ist das eine? Ich glaube, das, oder? Mann von oben. Und? Ja, ist Farbe. Ich würde sagen, ist Farbe auf Papier, auf schwarzem. Jo. Jetzt so, oder? Ja. Ich denke mal, ich mache mir erstmal sauber und eigentlich ist ja noch so viel Farbe übrig. Jetzt muss ich noch was anderes machen. Hilft nicht. Ja, so, zweite Runde. Ich habe mir jetzt hier ein richtiges A4-Blatt genommen, das wirklich auf meine Matte klebt, so mit einem kleinen Rand. Und habe jetzt hier. Wartet mal, ich muss mal noch ein bisschen. Wirklich, die sind jetzt ganz schön kleinteilig teilweise, aber pff, egal, oder? So, ich muss ja wieder mit was Helles anfangen. Eigentlich reicht das, oder? Ist das okay? Ich denke schon, ne? So, dann ziehen wir das jetzt mal ab. Ich bin ja nicht gespannt, ob das bei dem großen Ding. Ich weiß so ja nicht, wann ich was geklebt habe. Siehst du, das ist schon wieder. Genau, da habe ich das geklebt. Aha, das ist hier auch noch drüber. Das hauen wir jetzt alles hier mit drauf. Oh, will nicht. So. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen, wann ich welches Band geklebt habe. Das weiß ich nämlich wirklich nicht mehr. Noch eins, ne? Okay, wartet. Ach du Schreck. Da reißt das richtig Fetzen drin. Was soll das? Ein Bild mit Fehlstellen, würde ich sagen. Gut, okay. Ist jetzt aber so. Ich bin die Farbe los. Freue ich mich erstmal drüber. Hat auch wieder Spaß gemacht. Ich würde nachher noch was anderes machen. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen spazieren, weil bei uns ist gerade mal Sonne. Ja, und das kann hier inzwischen trocknen. Und guck mal, wie schick ich aussehe.
Also, bis nachher. So, da bin ich wieder zurück vom Spaziergang. Schon reichlich später. Und das ist auch getrocknet hier schon in meinem Buch. Ja, Farbe. Farbe auf Papier. Was anderes kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich finde es ganz lustig. Hat Spaß gemacht. Und an manchen Stellen ist mir das ja eigentlich wichtig. Dann kann ich euch noch dieses große Stück Papier zeigen, was ja nun leider hier so weggerissen ist. Also, das ist echt schade. Aber ja, sonst, ach, hier ist es eben mal nicht so. Ach, da war bestimmt irgendwie so ein, na, eins von den Washi-Tapes dann rübergeklickt oder sowas. Hier ist auch noch was gerissen und hier oben auch. Ach, na ja. Also, wie gesagt, da ging es einfach nur darum, die Farbe aufs Papier zu bringen und ein bisschen Spaß dran zu haben. Mehr wartet eigentlich jetzt nicht. So. Ja, ich hatte ja gesagt, ich mache heute nochmal so einen Test mit diesen Farben hier, mit diesen tollen Metallic Acrylic Paints. Und ich habe vorhin nochmal ein bisschen PC angemacht, so beim Kaffee trinken. Und ja, da ist so ein Beitrag aufgeploppt. Und zwar vom Fabrizio von Papiersoufflé bei mir. Der hat wohl vor 2 Tagen schon so einen Test gemacht. Ich verlinke euch mal dieses Video, was er da gemacht hat. Er hat da Karten mitgemacht, die sind einfach mal ein Traum, für mich jedenfalls. Also ich finde die wunderbar, ganz klasse. Und ja, jetzt will ich natürlich nicht dasselbe machen wie er. Ist ja, wäre ja ein bisschen doof. Wobei, eins wollte ich jetzt mal kurz probieren, einfach mal deshalb. Ich hole mal kurz ein Stück Papier. Weil mir ist eingefallen, ich habe sowas hier. Das ist eigentlich so, ne? Schwarzes Papier aus irgendeinem Duschkatalog. Da ist schon so ein blauer Streifen drauf. Und ja, da habe ich immer gedacht, irgendwas könntest du damit machen. Dann habe ich hier auch noch sowas, wo so gelb drauf ist schon. Ist schwarz, ne? Und ja, die sind schon lange, liegen die schon rum. Ich dachte mir, vielleicht könnte man jetzt mit diesen Farben das nochmal, was er da so gemacht hat, auch nochmal darauf ziehen. Das wäre bestimmt ganz lustig. So, die Farben hatte ich gerade mal so aufgemacht und die werden angepiekt. Also anders als die anderen, ne? Die haben hier so ein kleines Ding. Und ich zeige euch mal kurz, wie Fabrizio das gemacht hat. Ich hoffe, ihr kriegt das überhaupt hin. Also, ne, wenn man so das nicht gewöhnt ist und noch nicht probiert hat, dann weiß ich nicht. Ich denke mal, wir machen jetzt mal hier einen Gold drauf vielleicht. Was nehmen wir noch? 2 Punkte Gold. Oh. Muss ein bisschen, oh, ich habe noch nicht getestet, wie viel man braucht und alles. Ja, ich mache das jetzt hier wirklich aus dem Stegreif, weil ich da so begeistert von war. Ich würde ja einen Magenta darüber ziehen noch. Wie er das gemacht hat, das fand ich total schön. Er hat eigentlich nichts anderes gemacht als diese Dinger. Jetzt, nee, ich glaube, ich nehme doch den größeren Spachtel, ist jetzt egal. Und hat jetzt das Papier zum Beispiel hier so angelegt. Wie hat er denn? Jetzt muss ich erstmal echt überlegen. Nee, so rumdrehen kann ich ja nicht. Ich muss so rumdrehen, wenn ich es drehen will. So, also jetzt setzen wir hier mal den Spachtel. Das ist natürlich auch blöder Weg jetzt. So, immer. Egal. So, und drehen das Papier einfach mal. Oder ich den Spachtel. Oh, nicht richtig. Müssen wir nochmal machen. Oh, zu dolle. Viel zu dolle rausgezogen alles. Seht ihr das? Ich habe noch kein Gefühl dafür. Ja, das muss man erst entwickeln. Aber so ungefähr, ne? Und dann, man muss wirklich ja, den Abstand halten, dass du hier schaffst, so ein bisschen sowas darauf zu basteln. So, jetzt kann man aber nochmal. Einfach sowas hier so, blub, blub, blub. Geht das? Naja, das sieht ein bisschen, ja, das sieht matschig bei mir aus. Machen wir uns mal nichts vor. Also, das hat nichts damit zu tun, mit den Sachen, die Fabrizio gemacht hat. Guckt euch das an. Finde ich total schön. So. Okay. Also, das ist bei mir wahrscheinlich wird sowas nicht. Da müsste ich wirklich üben und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Weil, naja, ist ja auch schon ein bisschen später und dann, naja. So. Wartet mal, ich muss mal kurz das hier durchreißen. So, ich lege mir die mal hier hin. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe ja hier meine schöne Seite, die schwarze. Und dachte, wir können mal einen Bräuer nehmen, warum nicht? Und so einfach rüberfahren. Doch vielleicht das mal so machen, dass man hier so einen Pups davon nimmt. So, das ist das Silber. Ja, das ist vielleicht ein bisschen klein, wa? Also ich habe noch keine Ahnung. Wir werden das erstmal probieren. Und vielleicht daneben, ja, ein Purple. Ich habe jetzt Lust auf sowas. Mal sehen. Und jetzt müsste man das mit einem Bräuer erstmal so breit machen. So, dass der da so irgendwie sich da so die Farbe ziehen kann.
Dann machen wir das jetzt hier einfach mal so ruf und rollen das mal hier lang. So. Naja, da ist der Auftrag natürlich nicht so, ne? Wenn man das jetzt hier so macht. Das wird nichts. Seht ihr schon. Das ist sehr, sehr dünn. Also ist es wirklich interessanter, wenn man es dicker macht. Das habe ich jetzt rausgefunden. Ist ja auch schon mal was. Ne? Manchmal braucht man ja auch so was, um rauszufinden, wie das funktioniert. Also ist das mit dem Spachtel wahrscheinlich doch die Idee. Gut, also normal. Silber. Und dann machen wir auch noch mal ein Gold und versuchen das mal. Ja, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen üben. Aber die Zeit halt ja jetzt nicht. So, also wenn ich jetzt hier irgendeinen Schwung mache, ja, dann habe ich natürlich, endlich hätte ich hier oben hin machen sollen, ne? Seht ihr schon, ist schon wieder total doof. Naja, gut, geht aber. Ansatz ist kacke. Hier unten neigt ich zu Fülle drauf. Also das Gold ist zu wenig, seht ihr, ne? Da habe ich es wieder nicht geschafft. Ich finde das ganz schwer, mit so einem Spachtel dieselbe Höhe zu haben. Wirklich. Das fällt mir echt schwer. Aber ich glaube, ich zeige euch das trotzdem. Da kann ich ja nichts, weil letztendlich sind ja so eine Tests auch lustig, oder? So. Ja. Also, das ist jetzt nicht so das, was ich dachte. Weil, kann ich nicht. Habe ich zu wenig Übung drin? Jetzt ziehen wir da trotzdem noch mal einen von der einen Seite in die andere. Sagt mir das? Ich bin kein Maler. Aber das wusste ich vorher schon. Okay. Also, nix da mit Malen. Aus mir wird kein Maler werden. Und demzufolge auch kein Künstler, der mit irgendwelchen Farben operiert und da Gemälde fabrizieren kann. Das fällt aus. Jetzt hier noch ein paar andere schwarze Blätter hingelegt und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob das mit diesen Perlfarben auch so gehen könnte. Also hole ich die jetzt noch mal. Ich habe es ja noch nie weggeschmissen. So, ich würde sagen, dann legen wir mal los und gucken mal, ob das bei den Dingern auch geht. Wobei die natürlich, glaube ich, eine ganz andere Konsistenz hatten. Weiß ich wieder nicht, wie ich das festhalten muss. Vielleicht machen wir einfach mal hier so einen Schwung mit dem Ding. Mal gucken. Okay. Dann müssen wir das hier bis irgendwie auch nochmal auslaufen lassen. Und dann haben wir jetzt hier sowas. Ja gut, also ist immer noch nicht so begeisternd, oder? Da können wir hier nochmal immer irgendwie Punkte hinmachen. Punkte ist lustig, ja. Das wären ja keine Punkte, wenn ich hier sowas mache. Ist jetzt aber egal, wie gesagt, ich will einfach nicht loswerden. Also das ist jetzt trotzdem nicht wirklich viel besser. Müsste man gucken, wie es ist, wenn es jetzt abtrocknet. Ein bisschen dicker ist es jetzt, der Druff, ne, als ich das letzte Mal gemacht habe da. Gut, machen wir noch einen Test. Was nehmen wir jetzt? Silber.
und blau. Das jetzt hier nochmal, wa? Irgendwie so ein Zwirl oder was weiß ich. Ja. Gut. Wie gesagt, Zwirl. Vor allem der Ansatz ist auch nicht schön bei mir. Ich weiß das. Also, ne? Ihr wisst, ich bin kein Maler und ich werde auch keiner werden. Ach, hier, die geht aber trotzdem auseinander irgendwie. Oder die trocknet da so schnell. Was ist denn das? Seht ihr das auch? Da war doch eben noch eine richtige Schicht. Das ist jetzt irgendwie auseinandergegangen hier. Keine Ahnung wieso. Gut, okay, lassen wir erstmal so trocknen. Mal sehen, wie es aussieht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass der Effekt jetzt so super toll aussieht. Aber mal erstmal sehen. Dann werde ich jetzt nochmal ein kleines Dings mit dieser. Ich habe noch zwei Dinger hier. Da mache ich lieber noch ein bisschen was mit dieser Metallic-Farbe hier, weil das war wirklich schön, obwohl ich es ja nicht so gut kann, aber... Also, wir nehmen jetzt diesen Spachtel und machen jetzt einfach so was hier. Naja, gut. Jo. Geht eigentlich, oder? Weiß nicht, was sagt ihr. Kann ich ja jetzt noch nicht hören. Merke erst dann, wenn ihr mir vielleicht drunter schreibt. Also, gut. Nochmal, einen habe ich noch. Und dann ist aber gut. Dann jäg euch nicht weiter auf den Keks damit. Vielleicht kann man das so, kann ich das so besser drehen? Oder so, ich weiß es nicht. Ich werde mal hier was hinsetzen und gucken, ob ich es davon da vielleicht besser drehen kann. Also, versuchen wir mal das. Wenn ich jetzt so das drehe hier, das Messer, dann müsste das gehen, oder? Ah, ich krieg hier das Lila nicht mit, seht ihr das? Ich bin nicht in der Lage, da vernünftig dieses Messer entsprechend zu halten. Schade. Kann ich nicht. Siehst du? Okay. Wird nicht so schön wie bei Fabrizio, auf keinen Fall. Alles klar. Naja, gut, okay. Also, wenn man das so pastös aufträgt, wirklich gut. Habt ihr gerade gesehen. Wahrscheinlich auch zum Schablonieren. Ich habe jetzt keine Schablone hier. Ich könnte mal noch eine kleine Schablone holen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe hier noch so ein Stück schwarzes Papier und wir können ja einfach mal das hier, was ich in der Farbe rufziehen. Aber das reicht nicht, siehst du? Nee, das ist nicht, das reicht nicht zum Schablonieren. Da muss ich wirklich mehr drauf haben hier. Machen wir da mal ein bisschen was hier ruf. Machen wir ja jetzt mal das Magenta, das sah ja irgendwie auch witzig aus. Und dann nehmen wir nochmal das Bronze hier. Und ziehen das mal durch die Schablone und gucken mal, wie das aussieht. Ob das überhaupt so... Naja, doch, das wird schon was werden, ne? Warum nicht? So. Oh, siehst du, da ist noch grün dran, ne? Ah, daher. Ja, gut. Punkte. Das ist auch cool. Finde ich jetzt wirklich gut.
Gefällt mir. Machen wir nochmal. Aber dann muss ich die abwischen, ne? Sonst kommt das ja unten durch hier. Ein bisschen mehr mit Gold vielleicht. Also das wirklich, das war gut. Dann ist das wohl eher so was meins. So schablonieren, denke ich. So, Magenta hatte ich jetzt. Können wir mal das Blau nehmen und dann. Und dann vielleicht das Silber. So. Jetzt versuchen wir das hier nochmal. Wartet mal. Und ein Stück drehen hier. Ja, das alles ab. So. So, ach, das ist aber auch schön, oder? Die sind da ein bisschen mehr vermischt. Hier ist das alles so einzelner. Ja, finde ich jetzt ja nicht schlecht. Das gefällt mir gut. So, dann bin ich jetzt hier am Ende von meiner Sonntagsmalerei, die ja eigentlich keine war. Sondern so ein bisschen testlustig und haben wir jetzt das hier schon ein bisschen trocken? Nee. Ja, also das mit der Perlfarbe. Ich glaube, das wird nicht besser, muss ich jetzt leider so sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt, wenn es abtrocknet hier, so wirklich einen tollen Effekt gibt. Meine Probestücke hiervon sind, ja. Naja. Naja, das hier ist auch sehr naja. kann man nichts weiter dazu sagen, als naja. Die sind auch. Also, am besten finde ich wirklich die. Das finde ich, würde ich sagen, gelungen. Alles andere ist, naja. So, dafür ist jetzt aber mein Video zu Ende. Ich will euch nicht länger auf den Keks gehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.